aus Kartenrolling. Dann habe ich hier dieses gequirlte Papier von der Firma Haider. Das habe ich jetzt in 10 × 14 cm geschnitten, dass das dann hier genau drauf passt. So, jetzt klebe ich das mit doppelseitigem Klebeband fest. Hier ein selbstklebendes Band in Silber. Das platziere ich hier mittig. Jetzt nehme ich meinen Locher und tue den Fotokarton ausstanzen. Jetzt nehme ich meinen Faber-Castell-Stift in Silber. Mal den Rand. Jetzt nehme ich meinen Konturensticker. Der Stift ist noch nicht ganz trocken, deswegen rubbel ich jetzt noch mal so ein bisschen an der Seite. Dann habe ich noch so ein bisschen silbernen Schatten auf der Karte. Den Rest fülle ich trocken. Jetzt klebe ich die Herzchen auf. Und nehme doppelseitiges Klebeband zum Aufkleben der Ringe. Hier mache ich noch so ein paar Verschnörkelungen drum. Dann nehme ich 3D-Pads, diesmal die 3 mm hohen. Platziere das jetzt hier. Ja, und so haben wir jetzt eine schnelle, einfache Karte für eine silberne Hochzeit. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald, eure Tanja.